noch sieht, das allabendliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt, nur ein paar Jugendliche sind frustriert. Wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt für die Jugend der Tag. In kleinen Banden sammeln sie sich, gehen gemeinsam auf die Jagd. Ich will was hören! Hier kommt Alex, Vorhang auf, für seine Horrorshow. Hey, hier kommt Alex, Vorhang auf, für ein kleines bisschen Horrorshow. Die Kreuzung gegen die Ordnung und die Scheinbarkeit. Gib mir ein Hey!
Gewalt ist nur ein Stummersch deiner Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Guter Lut. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern kannten die Natürlichkeit. Oh, oh, oh. Arschloch! Warum hast du Angst vor Streichen? Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine weil du Schiss vorm Schmusen hast, bist du ein Faschist. Come on! Du musst deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein okay. Kann man uns gut verstehen, auch auf der rechten Seite weiter hinten. Ja. Ganz hier vorne auch. Kommt doch noch mal einen Schritt nach vorne. Jeder einen kleinen Schritt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, man sagt dir ja früher mal, wie hat noch mal dieser Astronaut gesagt? It's a small step for man, but it's a giant leap for mankind. Also für euch ein kleiner Schritt, für uns bedeutet dieser Schritt die Welt. Was rede ich hier eigentlich? Ich muss kurz meine Gitarre stimmen, dann geht's weiter. So, mesdames et messieurs, dieses Lied kennt hier jeder, deswegen singt's mit uns. Wenn man so will, bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise. In stillen Momenten leise, die Schaumkrone der Woge, der Begeisterung bergauf, mein Antrieb und Schwung. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Stefan, mir tut das leid, ich war selbst schon gestorben. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich. Verzeih mir bitte, mein Freund. Wenn man so will, bist du meine Chill-Out-Area. Meine Feiertage in jedem Jahr und meine Jugend, meine Zeit auf dem Supermarkt.
Das ist viel zu leise, ein bisschen lauter. Und sicher geht. Dankeschön! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön das aber war.